Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine Woche nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz verstärkt sich die Front gegen die Regierung in Syrien. Immer mehr Staaten schließen sich der Einschätzung der USA an, die das Assad-Regime für schuldig am Tod hunderter Menschen halten, darunter die NATO-Mitglieder und die Organisation für islamische Zusammenarbeit mit 57 Mitgliedsländern. Derweil werden weitere Weichen für einen Militärschlag gestellt, auch wenn die UN-Inspektoren in Syrien ihre Untersuchungen noch nicht beendet haben. Sie sind auf einer Mission, deren Ergebnis aus Sicht der US-Regierung schon feststeht. Während die Experten der UN für Chemiewaffen noch 4 Tage für weitere Untersuchungen brauchen, behauptet die US-Regierung, sie wisse, dass die Menschen im Großraum Damaskus mit Sarin oder einem ähnlichen Kampfstoff getötet wurden. Heute nehmen UN-Chemiewaffeninspektoren erneut Proben. Anhand des Blutes und des Urins der Überlebenden können sie feststellen, welche toxischen Substanzen tatsächlich Tausende von Menschen vergifteten. Laut UN gäbe es erste Hinweise auf Chemiewaffen. Die USA und Großbritannien drohen deshalb mit einem Militärschlag. Brahimi, der UN-Sondergesandte für Syrien, verurteilt dieses Vorhaben. Das Völkerrecht sieht vor, dass eine militärische Aktion erst durch den Beschluss des Sicherheitsrats möglich ist. Die Regierung in Damaskus bestreitet nach wie vor vehement, dass sie Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt habe. Terroristische Gruppen haben mit Sarin diese Orte angegriffen. Es waren Terroristen. Iran, einer der wichtigsten Alliierten der Assad-Regierung, bestätigt diese Darstellung. Schon vor Wochen seien Chemiewaffen nach Syrien geschmuggelt worden. Ein Militärschlag der USA sei also nicht zu rechtfertigen. Während die iranische Regierung gestern vor einem Flächenbrand warnte, droht sie heute ganz offen und konkret. Ihr müsst euch Sorgen machen um euer illegales zionistisches Kind. Damit meint er Israel. Dort machen sich die Menschen große Sorgen. In Tel Aviv stehen Bürger stundenlang an, um an Gasmasken zu kommen. Israel hat seine Raketenabwehr wieder in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und Reservisten mobilisiert. In New York hat sich der UN-Sicherheitsrat mit dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz befasst. Großbritannien drängt auf die Verabschiedung einer Resolution, die alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten zulässt. Das würde auch einen Militärschlag einschließen. Die Regierung in London hat aber schon klar gemacht, dass sie auch ohne UN-Mandat zum Eingreifen bereit ist. In London trat heute Mittag der Nationale Sicherheitsrat zusammen, um über mögliche Militärschläge zu beraten. Der britische Premier erklärte anschließend per Twitter, man sei einstimmig zu der Auffassung gelangt, die Welt könne nicht mehr weiter zuschauen. Parallel dazu erklärte der Außenminister, er wolle noch heute einen neuen UN-Resolutionsentwurf vorlegen. Wir glauben, es ist an der Zeit, dass der Sicherheitsrat nun endlich seiner Verantwortung nachkommt, was er 2,5 Jahre nicht getan hat. Wir fordern die UN auf, von Assad zu verlangen, ab sofort keine Chemiewaffen mehr einzusetzen. Der UN-Generalsekretär, der im Friedenspalast in Den Haag vom britischen Vorstoß hörte, bat hier dagegen um mehr Zeit. Das Inspektorenteam braucht seine Zeit. Und deshalb kann ich nur wiederholen, gebt dem Frieden, der Diplomatie eine Chance. Hört mit dem Kämpfen auf und beginnt zu reden. Deutschland hingegen begrüßte den Vorstoß. Wir appellieren an alle Mitglieder des Sicherheitsrates, insbesondere an Russland, diese Gelegenheit auch zu ergreifen und eine gemeinsame Haltung der Weltgemeinschaft gegen den Einsatz von chemischen Massenvernichtungswaffen in Syrien herbeizuführen. Morgen tagt in London das Parlament zu einer Sondersitzung, von der Cameron sich die Zustimmung zu einem Militärschlag erhofft. Die Opposition hatte die Einbeziehung der UN hierfür zur Voraussetzung gemacht. Kritiker erklärten den UN-Entwurf deshalb zu einem rein innenpolitisch motivierten Manöver. Zu den Beratungen des UN-Sicherheitsrats über den Syrien-Konflikt jetzt aus New York Heribert Roth. Das Treffen ist vor wenigen Minuten hier in New York zu Ende gegangen. Die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, also die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China, haben zusammengesessen, über Syrien beraten. Aber offizielle Ergebnisse sind nicht bekannt gegeben worden. Nur so viel hört man: Russland
äußert Bedenken hinsichtlich eines Militärschlages. Die entscheidende Frage lautet somit auch, wie verhalten sich China und Russland? Denn sie haben in der Vergangenheit dreimal per Veto eine Verurteilung Syriens durch den Sicherheitsrat verhindert. Die Russen sagen, die UN-Inspektoren benötigen mehr Zeit und erst einmal sollte deren Abschlussbericht abgewartet werden. London dagegen erhöht den politischen Druck und drückt aufs Tempo. Heute wird es hier in New York, so hört man, keine weitere Sitzung des Sicherheitsrates mehr geben. Und damit zurück zu Linda Zawakis. Mehr zum Syrien-Konflikt finden Sie auf tagesschau.de. Dort erörtern wir auch rechtliche Fragen eines Militäreinsatzes ohne UN-Mandat. Offenbar haben syrische Hacker erneut eine renommierte Tageszeitung angegriffen. Die Internetseite der New York Times war gestern Abend für mehrere Stunden nicht erreichbar. Auch ein Server des Kurznachrichtendienstes Twitter war betroffen. Zu der Attacke bekannte sich die sogenannte syrische elektronische Armee. Die Gruppe, die dem Assad-Regime nahesteht, wirft westlichen Medien vor, falsch über den Bürgerkrieg in ihrem Land zu berichten. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einer Serie von Anschlägen etwa 60 Menschen getötet worden. Zudem soll es mehr als 150 Verletzte geben. Mehrere Autobomben detonierten in verschiedenen Stadtteilen und Vororten, meist in schiitischen Vierteln. Zu den Taten bekannte sich niemand. Die Behörden vermuten den irakischen Arm des Terrornetzwerkes Al-Qaida hinter den Anschlägen. Seit Anfang des Jahres hat die Gewalt im Irak deutlich zugenommen. Die Bundesregierung plant mit den Wirtschaftsverbänden eine gemeinsame Strategie gegen Industriespionage. Eine Absichtserklärung dazu wurde heute in Berlin unterzeichnet. Dabei wurden allerdings unterschiedliche Vorstellungen deutlich. Für den Bundesverband der deutschen Industrie erklärte Präsident Grillo, eine Zusammenarbeit mit dem Staat müsse für Unternehmen freiwillig sein. Innenminister Friedrich fordert hingegen eine Meldepflicht für sicherheitsrelevante Angriffe, etwa in der Energietechnik. Die Antiterrorgesetze sind gut 10 Jahre nach ihrer Verschärfung von einer Regierungskommission überprüft worden. Dabei ging es um die Frage, welche Befugnisse Geheimdienste und Sicherheitsbehörden haben und wer sie kontrolliert. Der Abschlussbericht kommt allerdings nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Die Vertreter des FDP-geführten Justizministeriums sehen die Gesetze kritischer als die Mitglieder des CSU-geführten Innenministeriums. Harmonisch wie selten präsentieren sich die beiden Minister. In der Sache aber bleibt es bei den Differenzen. Das wird im Bericht der Regierungskommission deutlich und auch bei seiner Bewertung. Die Justizministerin betont wie üblich den Schutz des privaten Bereichs auch bei der Terrorabwehr. Wenn es um tiefgehende Eingriffsbefugnisse geht, die eben in die Privat- und Persönlichkeitssphäre der einzelnen Betroffenen hineingreifen, dann muss es auch ein ausgeprägtes rechtsstaatliches Verfahren, Benachrichtigungspflichten, Kontrolle, Transparenz geben. Eine Mehrheit der Kommission und die Ministerin fordern für die Terrorabwehrzentren ein neues Gesetz. Hier arbeiten Polizei und Nachrichtendienste zusammen, tauschen Informationen aus. Das müsse einheitlich geregelt und auch begrenzt werden. Der Innenminister hält die bestehenden Gesetze für ausreichend. Es geht im Grunde bei den Zentren nur um die Frage, diese Gesetze auch effizient zu vollziehen. Wir schaffen also keine neue Qualität, sondern nur einen lückenlosen, effizienten Vollzug von gültigen existierenden Gesetzen. In einem Punkt sind sich die Minister zumindest einig. Der Generalbundesanwalt soll früher als bisher in Terrorermittlungen eingebunden werden. Die Stärke des Berichts ist auch seine Schwäche. Zwar werden alle Sicherheitsgesetze detailliert beleuchtet, doch am Ende kann jeder das herauslesen, was ihm passt. Noch dazu ist nichts in diesem Bericht verbindlich, weder für die jetzige noch eine künftige Regierung. Der britische Geheimdienst ist möglicherweise tiefer in den weltweiten Abhörskandal verwickelt als bisher angenommen. Das geht aus Unterlagen des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden hervor, die der NDR und die Süddeutsche Zeitung einsehen konnten. Demnach überwachen die Briten mehrere Glasfaserleitungen, zu deren Betreibern auch die Deutsche Telekom gehört. Nahezu der gesamte europäische Datenverkehr könne so vom britischen Geheimdienst gespeichert und analysiert werden. Alles andere als sicher. Deutsche Daten, die durch Überseekabel in alle Welt geschickt werden. Denn die Überwachung des Datenverkehrs durch den britischen Geheimdienst nimmt immer größere Ausmaße an. Nicht nur ein Überseekabel aus Deutschland wurde auf halber Strecke angezapft. Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung zeigen jetzt, insgesamt 14 weltweite Überseekabel schöpft der britische Geheimdienst ab. An der Küste Cornwalls, wo Kabel ankommen, können britische Überwachungsbehörden einfach zugreifen. Die Daten werden abgezweigt,
Metadaten gespeichert, Inhalte 3 Tage lang aufbewahrt. Auch deutsche Nutzer sind betroffen. Wenn man zum Beispiel eine E-Mail schreibt von Köln nach Berlin, kann es ja sein, dass einer der beiden ein Konto bei Google Mail hat zum Beispiel. Und das sind dann Server, die in den USA stehen oder in Irland stehen. Und dieser Datenverkehr, der läuft häufig über Großbritannien, über Irland und kann abgehört werden. Vor allem über 3 der abgehörten Überseekabel leitet die Deutsche Telekom Daten. An 2 der Kabel ist das Unternehmen sogar beteiligt. Dass darüber beim großen britischen Lauschangriff auch deutsche Daten ausgespäht worden sind, ist dem Unternehmen nach eigenen Angaben nicht bekannt. Wir tun alles, was wir können, um unsere Kunden sichere Daten zu ermöglichen. Aber was Sie angesprochen haben, Ihr Thema ist ein Thema, das im Zusammenhang mit Spionage steht. Und Spionage können Sie effizient nur bekämpfen durch Vereinbarungen zwischen Staaten. Die Bundesregierung hält jedoch weiter daran fest, Großbritannien habe zugesichert, dass es keine flächendeckende Ausspähung deutscher Daten gebe. In Brandenburg hat der bisherige Innenminister Woidke das Amt des Ministerpräsidenten übernommen. Bei der Abstimmung im Potsdamer Landtag bekam er auch Unterstützung aus dem Oppositionslager, insgesamt 4 Stimmen mehr, als die rot-rote Koalition Abgeordnete hat. Woidkes Vorgänger Platzek trat aus gesundheitlichen Gründen zurück, bleibt aber als Abgeordneter im Landtag. Er hatte seit 1990 allen Landesregierungen in Brandenburg angehört, zunächst als Minister, seit 2002 als Regierungschef. Mit Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern wurde heute in Ramstein an die Opfer der Flugschaukatastrophe vor 25 Jahren erinnert. Angehörige und Überlebende versammelten sich an den Gedenkstätten vor und in der US Airbase. Am 28. August 1988 waren 3 Militärjets einer italienischen Kunstflugstaffel zusammengestoßen. Eine Maschine stürzte in die Zuschauermenge. 70 Menschen kamen ums Leben, mehr als 1000 wurden verletzt, viele von ihnen schwer. In Washington und anderen Orten der USA wird an die berühmte Rede des Bürgerrechtlers Martin Luther King vor 50 Jahren erinnert. Höhepunkt des Gedenktages wird eine Rede des ersten afroamerikanischen US-Präsidenten Barack Obama sein. 1963 hatte Martin Luther King mit den Worten »I have a dream«, »Ich habe einen Traum«, gleiche Rechte für alle Amerikaner gefordert, unabhängig von ihrer Hautfarbe. In Venedig haben heute die 70. Filmfestspiele begonnen. 20 Beiträge konkurrieren um den begehrten Goldenen Löwen. Auch einem deutschen Film werden Chancen eingeräumt, Philipp Grönings »Die Frau des Polizisten«. Zum Start des Festivals wird am Abend der Thriller »Gravity« gezeigt. Venedig-Stammgast und Frauenliebling George Clooney weiht den roten Teppich am Lido ein. Gemeinsam mit Sandra Bullock verbreitet er entspannt und routiniert Hollywood-Glamour in der Lagunenstadt. Die beiden eröffnen das Festival mit dem Weltraum-Thriller »Gravity«, zu Deutsch »Schwerkraft«. Schwerelos schweben sie Seit an Seit im All. Sie spielt eine Biomedizinerin, er einen Astronauten. Nach einem Unfall sind sie plötzlich von der Welt abgeschnitten. Der Actionfilm in 3D, aber mit Kunstanspruch, läuft außer Konkurrenz. Dafür geht erstmals seit langem wieder ein deutscher Beitrag ins Rennen um den Goldenen Löwen. Es gibt einen Film von einem Autor, der mit nur wenigen Filmen bekannt geworden ist, Philipp Gröning. Er hat einen großartigen, anspruchsvollen Film gemacht, der aber auch sehr viel vom Zuschauer verlangt. Die Frau des Polizisten ist ein Familiendrama um ein junges Paar, das in eine Kleinstadt zieht und dadurch auseinanderdriftet. Familiäre und soziale Krisen sind Themen, die sich in vielen Beiträgen auf den Filmfestspielen wiederfinden. Die Lottozahlen. 2, 3, 22, 29, 35, 37, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 29. August. Das Azorenhoch schickt uns einen Ableger, der morgen und übermorgen verbreitet für Sonnenschein sorgt. Im Laufe des Wochenendes überquert uns dann die Kaltfront eines Nordmeertiefs. Dabei sinken die Temperaturen und es gibt wieder mehr Wolken mit Schauern oder Regen. Zu Beginn der Nacht sind im Südosten noch zum Teil kräftige Schauer unterwegs, sonst ist es oft nur locker bewölkt oder klar, mancherorts bildet sich Nebel. Am Tag scheint verbreitet die Sonne, gelegentlich ziehen auch Wolken vorüber, im Südosten später einzelne Schauer. Der Wind weht überwiegend schwach, in Küstennähe teilweise mäßig. Im Norden kommt er aus West, im Süden aus Nordost.
In Küstennähe heute Nacht 14 bis 15, am Alpenrand nur kühle 5 Grad. Morgen Temperaturen von 19 Grad an der nordfriesischen Küste bis 26 Grad am Oberrhein. Auch am Freitag verbreitet freundlich an den Küsten ab und zu Schauer und die beginnen sich am Samstag auszubreiten. Auch einzelne Gewitter sind dabei. Am Sonntag wird es auch im Osten und Süden nass, im Norden außerdem windig, kühler wird es überall. Um 22.15 Uhr ist Karim Joska wieder für Sie da mit diesen Tagesthemen. Diplomatisches Ringen, wie man eine Eskalation im Syrien-Konflikt vermeiden will. Und Misshandlung in der Pflege vom Umgang mit Demenzkranken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.